Also hier, was auf? Mir schon. Ich finde, schaut aus wie ein Kreuz. Vielleicht heißt sie deswegen Kreuzworträtsel. Oft fällt uns gar nicht auf, in wie vielen alltäglichen Dingen sich ein Kreuz versteckt. Hier bringen wir ein paar Beispiele. In die Mathematik. Ich zähle meine Schokoladevorräte. 1 plus 1 plus 1 plus 1 macht 4 Schokis für mich. Und wir haben jetzt Plus gerechnet. Wenn du an das Plus denkst, schaut doch auch aus wie ein Kreuz. Auch in der Musik spielt das Kreuz eine wichtige Rolle. Hören wir uns das einmal an. Das ist ein F. Und jetzt hören wir, was sich durch das Kreuz verändert. Hört ihr den minimalen Unterschied? Das Kreuz erhöht die Note, es zieht sie nach oben. Auch im Straßenverkehr sind wir nicht vor dem Kreuz sicher. Zum Beispiel hier das Andreaskreuz vor dem Bahnübergang. Auch Wege treffen in Form eines Kreuzes aufeinander. Und wir müssen entscheiden, in welche Richtung wir gehen wollen. Strom brauchen wir heute fast immer und überall. Auch manche Strommasten sind kreuzförmig. Sie liefern uns die Energie, die wir für unseren Alltag brauchen. Nicht nur unser Smartphone braucht Energie, sondern auch wir selber. Der Glaube kann eine solche Energiequelle sein. Das Zeichen unseres christlichen Glaubens ist das Kreuz. Wenn wir das Kreuz anschauen, sehen wir, dass es aus zwei Teilen besteht. Dem vertikalen Balken und dem horizontalen Balken. Der vertikale Balken verbindet unten mit oben, verbindet uns Menschen mit Gott. Er steht also auch für die Liebe, die wir Menschen zu Gott haben und umgekehrt für die Liebe, die Gott zu uns hat. Der horizontale Balken verbindet uns Menschen untereinander. Er steht also auch für die Nächstenliebe. Oft hat ein bestimmtes Kreuz eine besondere Bedeutung für uns. Dieses Kreuz zum Beispiel haben letztes Jahr Firmlinge bei ihrer Vorbereitung gemacht. Und immer wenn ich es sehe, denke ich an sie. Vielleicht hast auch du ein besonderes Kreuz, das du zum Beispiel bei deiner Taufe oder beim Schulabschluss bekommen hast. Und es erinnert dich deswegen an besonders liebe Menschen oder schöne Momente in deinem Leben.